Ihr wollt euren Kunden oder euren Gästen ein kostenloses Freifunknetzwerk zur Verfügung stellen, wisst aber nicht, was ihr dafür benötigt und wie man es macht. In diesem Video zeigen wir es euch. Hallo, mein Name ist René Steges, Inhaber des ES IT Service, und in dem heutigen Video geht es darum, dass wir einmal einen Router umflashen wollen, dass er freifunktauglich ist, sodass eure Gäste oder eure Kunden ganz kostenlos im Internet surfen können und ihr euch keine Gedanken darüber machen müsst, in irgendwelche Störerhaftungsfragen zu gelangen. Alles, was wir dafür benötigen, ist im Prinzip ein Internetanschluss, ein Computer und einen passenden Router. Den Router, mit dem ich das heute zeige, ist ein TP-Link-Router, das Modell TLDR841N. Wenn ihr euch für einen Router entscheidet, solltet ihr als erstes auf der Freifunkseite mal schauen, wird er überhaupt unterstützt. Denn nicht jeder Router ist tauglich für das Freifunknetzwerk. Ich blende den Link hier unten einmal ein. Dort könnt ihr dann einmal schauen, ob euer gewähltes Modell auch unterstützt wird. Im Grunde genommen ist die Arbeit, wie ich diesen Router umprogrammieren muss, bei jedem Router identisch, und es ist auch nicht wirklich viel technische Ahnung dafür Voraussetzung. Was gibt es beim Routerkauf zu beachten? Nun, als erstes müssen wir ein kompatibles Modell haben. Das können wir auf dem Karton ganz leicht erkennen. Die nächste Hürde ist, dass die Hardware-Revision passen muss. Hierfür können wir einfach mal auf den Router schauen. Dort gibt es dann so lustige Aufkleber, wie wir hier einen haben. Und ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen. Da gibt es eine Versionsnummer. Wir haben hier das Modell nochmal aufgezeichnet und es gibt eine Versionsnummer. Diese Versionsnummer sagt die Hardware-Version aus. Und hier gilt es darauf zu achten, denn nicht für jede Hardware-Version gibt es auch eine kompatible Freifunksoftware. Einfach im Vorfeld mal bei Freifunk schauen, ob die passende Software für die Hardware-Version haben, für den Router, für den wir uns entscheiden. Wenn auch diese Hürde geschafft ist, dann können wir den Router auspacken. Nachdem wir nun den Router ausgepackt haben, haben wir folgende Teile vor uns. Einmal den Router, ein Netzwerkkabel und ein Netzadapter für die Stromversorgung. Kommen wir nun zur Verkabelung des Routers. Ich habe hierfür das Netzteil schon mal in die Steckdose gepackt und das Kabel vom eigentlichen DSL-Router zum normalen Router, also zu dem Freifunk-Router, vorbereitet. Das heißt, dieses Kabel ist ganz normal wie ein anderer Computer in meinen hauptsächlichen Router von meinem Internetanbieter eingesteckt und das andere Ende habe ich nun hier. Als erstes verkabeln wir dann auch gleich dieses Kabel vom Internetanschluss zum Freifunkrouter. Dieses muss in dieses blaue Feld rein, nicht in dieses gelbe. Das ist nachher um die Verteilung des Netzwerkes. Dieses blaue ist das richtige Kabel, damit das Internet anschließend auch hier beim Router ankommt. Als nächstes können wir nun das beigelegte Netzwerkkabel nehmen und einen dieser gelben Ports auswählen, indem wir das nachher reinstecken. Das andere Ende dieses Kabels kommt dann in unseren Computer. Zum Schluss benötigt der Router jetzt noch Strom. Dafür nehmen wir das freie Ende des Netzwerkkabels, stecken das hier rein und an diesen kleinen Knopf können wir den Router in Betrieb nehmen. Nun blinken hier ein wenig die LEDs. Das Ganze wird ein paar Minuten in Anspruch nehmen und wir können uns dann anschließend mit unserem Computer auf den Router schalten. Um zu schauen, ob dein Router freifunktauglich ist, solltest du als erstes schauen, ob es dafür eine passende Firmware gibt. Prinzipiell, im Allgemeinen gehalten, wäre dort www.freifunk.net der Ansprechpartner. Für den Bereich Bremen, gerade für unser Stadtteilprojekt in Bremen-Walle,
besuchen wir aber die Seite bremen.freifunk.net. Auf dieser Seite bekommen wir dann auch nochmal die Informationen, was ist eigentlich Freifunk und wie funktioniert das. Das soll aber jetzt erstmal für uns nicht weiter wichtig sein. Für uns ist jetzt der Bereich Firmware wichtig. In diesem Bereich empfiehlt es sich, als erstes unter Stable zu schauen. Stable steht für stabile Firmware, das heißt, diese wurde getestet und für zuverlässig erwiesen. Gehen wir nun in diesen Ordner rein, dann können wir uns zwischen Factory und Sys Upgrade entscheiden. In unserem Fall, da wir das erste Mal die Firmware aufspielen wollen, müssen wir in den Ordner Factory reingehen. In dem Ordner angekommen, werden wir erstmal von einigen Firmware-Dateien erschlagen. Um hier den Überblick nicht zu verlieren, hat Freifunk sich ein recht gutes System überlegt. Und zwar geht es hier darum, dass wir anhand des Dateinamens entschlüsseln können, welche Firmware für uns wichtig ist. Der erste Bereich, Gluon FFHB, steht für Gluon, das ist die, oder so nennt sich die Firmware. FFHB steht für Freifunk Bremen. Und die Zahl, die jetzt hier hinter erscheint, das ist die Version der Firmware. Dann kommen wir zu Bremen 2. Wofür das jetzt genau steht, weiß ich nicht, aber wir erkennen auf jeden Fall, was es hier, sich hier um die Software für Bremen handelt. Und nun kommt die Routerbezeichnung. Das heißt, hier sehen wir den Hersteller des Routers und hier die Modellbezeichnung. Bei den TP-Link Routern gibt es noch die Besonderheit, oder bei einigen Routern gibt es noch die Besonderheit, dass hier das mit V und dann eine Zahl dahinter verbunden ist. Diese Zahl steht für die Hardware-Revision und es empfiehlt es sich, da auch wirklich darauf zu achten, dass wir die richtige Hardware-Version herunterladen, da nur so gewährleistet ist, dass die Firmware auch einwandfrei funktioniert und auch der Weg des Upgrades ohne Probleme verstanden geht. In der Liste suchen wir nun unseren Router raus. Wir haben ja den WR841 in der Version 11. Jetzt kann ich aber hier schon erkennen, dass es eine Version 11 hier gar nicht gibt. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach nur, dass es keine stabile Firmware für den Router gibt und wir dementsprechend woanders gucken müssen, ob es vielleicht eine Entwicklerversion dieser Software gibt. Dafür gehen wir nochmal wieder zurück, was wir in dem Bereich der Firmware kommen, also sprich, was hier oben auch wirklich nur noch Firmware steht. Und hier gibt es den Bereich All. In dem Bereich All sind im Prinzip alle Firmware-Versionen aufgelistet. Und wir gucken einfach mal in den letzten Ordner und schauen, ob wir hier fündig werden. Auch hier können wir uns wieder zwischen Factory und Sys Upgrade entscheiden. Und in unserem Fall müssen wir auf Factory gehen. Nun gucken wir hier, ob wir unseren Router finden. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann können wir hier einfach auch mal schauen, ob es eine passende Version für unseren Router gibt, also für unsere Hardware-Revision. Und hier bin ich auch schon fündig geworden. Die Version 11 wird einfach mal heruntergeladen, indem ich darauf klicke. Nun haben wir die passende Firmware schon mal auf unseren Rechner gespeichert. Wenn wir also die Firmware heruntergeladen haben und den Router soweit angeschlossen haben, können wir im nächsten Schritt dahin gehen, dass wir den Router einrichten. Hierfür ist es bei jedem Router etwas unterschiedlich, wie ich eigentlich einen Zugriff auf den Router bekomme. In der Anleitung des Routers sollte das aber erkenntlich sein. Im Falle von TP-Link gebe ich am besten einfach die IP-Adresse des Routers ein. Das ist in meinem Fall die 192.168.0.1. Und dann lande ich im Anmeldebildschirm des Routers. Als Benutzername und als Passwort ist standardmäßig bei TP-Link Admin gesetzt. Das gebe ich ein und dann kann ich mit einem Klick auf Login mich auf den eigentlichen Router schalten. Auf den Router angekommen, muss ich nun den Bereich suchen, was ich ein Firmware-Update machen kann. Bei TP-Link gibt es den Bereich System-Tools und hier gibt es auch den Reiter Firmware-Upgrade. Bei jedem anderen Router müssen wir uns diesen Bereich eben selber heraussuchen. Wenn wir ein Firmware-Upgrade bei einem Router machen, ist es in der Regel so, dass wir uns hier eine Datei auswählen können.
Das machen wir jetzt auch einfach mal. Jetzt suchen wir die Firmware heraus, die wir uns vorhin heruntergeladen haben und navigieren zu dem Ordner, wo sich die Firmware befindet. In meinem Fall bin ich gleich schon richtig in dem Ordner Downloads und suche einfach und wähle einfach die Firmware aus. Nun kann ich auf Upgrade klicken und bekomme den Hinweis, ob ich sicher bin, dass ich die Firmware aktualisieren möchte. Dieses bestätige ich noch einmal und nun fängt der Router an, das Firmware-Upgrade zu machen. Dies dauert einen Augenblick. Wichtig ist bei einem Firmware-Upgrade, dass wir jetzt den Router nicht vom Strom trennen oder sonst irgendwas hier verändern, da es im schlimmsten Fall dazu sorgen kann, dass der Router defekt ist und wir ihn nicht mehr in Betrieb nehmen können. Wenn das Firmware-Update abgeschlossen ist, dann kann es passieren, dass wir den Router einmal neu starten müssen. Und es gibt noch eine kleine Besonderheit. Es kann sein, dass wir die IP-Adresse im Router ändern müssen. Dies ist jetzt in meinem Fall durch die Entwicklersoftware geschehen. Ich habe jetzt statt 192.168.0.1 die 1.1 am Ende ausgewählt und dann lande ich auf der Oberfläche des Routers. Nun bin ich in dem Bereich, dass ich die Software im Router einstellen kann, um das Freifunknetz nutzen zu können. Hier können wir nun einen Namen des Knotens festlegen. In meinem Fall gebe ich jetzt hier einfach mal RSIT Service ein. Ups. Service. Und als nächstes werden wir gefragt, ob wir die Internetverbindung nutzen möchten vom Router, um eine Verbindung ins Freifunknetz herzustellen. Das heißt, dass wir unsere Internetverbindung zur Verfügung stellen, um das Freifunknetz nutzen zu können. Hierfür wird dieses VPN, welches ich in einem früheren Video schon mal beschrieben habe, wie das funktioniert, genutzt. Sollte ich keinen eigenen Internetanschluss haben, aber dafür einen Nachbarn, der selber Freifunk zur Verfügung stellt, brauche ich hier keinen Haken reinsetzen. In meinem Fall setze ich den Haken und dann öffnet sich auch gleich die Option, ob ich die Bandbreite begrenzen will. Bandbreite begrenzen heißt, ich kann hier jetzt einen Wert eintragen, den der Router maximal den Benutzern zur Verfügung stellt, die sich übers kostenlose Freifunknetz auf den Router schalten. Der Vorteil hier ist, wenn ich eine bestimmte Leitung brauche, also eine bestimmte Geschwindigkeit, sei es für Internetfernsehen oder Telefonie, dann kann ich hier dementsprechend einen Wert setzen und dieser wird dann maximal von meiner eigentlichen Bandbreite abgezwackt und alles, was darüber hinausgeht, steht mir auf meinem Originalrouter zur Verfügung. Diesen Haken lasse ich jetzt einmal mal weg. Kommen wir zum nächsten Punkt: Knoten auf der Karte anzeigen. Hier können wir einen Haken setzen und die Koordinaten eingeben. Dies ist dafür sinnvoll, da es bei Freifunk eine Karte gibt, auf der ich sehen kann, wo sich Knotenpunkte von Freifunk befinden und wo ich kostenlos ins Netz gehen kann. Hierzu werde ich später noch mal kurz darauf eingehen. Wenn ich meine Koordinaten kenne, kann ich sie hier eintragen und werde dementsprechend auf der Karte angezeigt. Zum Schluss kann ich noch einen öffentlichen Hinweis hinterlegen, so dass andere mit mir Kontakt aufnehmen können, wenn sie Fragen zu meinem Knotenpunkt haben. Wichtig ist, diese Daten sind im Internet frei zugänglich und hier sollte ich keine privaten Daten eintragen, sondern wirklich nur Kontaktdaten, über die ich auch erreichbar sein möchte für Freifunknutzer. Wenn ich die Daten alle eingetragen habe, klicke ich einfach auf Speichern und Neustarten. Der Router wird sich nun einrichten und sich versuchen, ins Freifunknetz einzuwählen. Dies kann je nach Router einige Minuten dauern. Ich empfehle hier am besten eine Viertelstunde Geduld und dann sollte das Freifunknetz verfügbar sein und auf den Geräten, die WLAN empfangen können, auch zu sehen sein. Wenn die Einrichtung des Routers vorgenommen ist, kann ich im nächsten Schritt einfach mal schauen, ob mein Router angezeigt wird. Wenn ich die Koordinaten eingegeben habe,
Dann kann ich einfach mal auf die Netzkarte von Freifunk gehen. Und nun wird eine Internetseite geladen, in der ich jeden Knotenpunkt in Bremen sehen kann. Hier oben ist eine kleine Agenda. Die grünen Knoten sind neue, blaue Knoten sind Knotenpunkte, die es schon länger gibt, und die roten Punkte sind Knoten, die eingetragen sind, aber zurzeit nicht erreichbar sind. Wir können in die Karte reinzoomen und dementsprechend auch gucken, ob unser Router hier gelistet wird. Schauen wir einmal mal hier im Bremen-Bereich rein und stellen fest, okay, mein Router wird hier gelistet, scheint aber durch irgendeinen Grund aktuell gerade nicht online zu sein. Das muss aber nichts bedeuten. Das kann durchaus daran liegen, dass der Router gerade ein Firmware-Upgrade macht und innerhalb der nächsten paar Minuten wieder online ist. So, jetzt hat unser Router auch eine Verbindung aufgebaut und auch ist auch wieder online. Und wir sehen das hier an diesen blauen, dass unser Knoten online ist. Und neben diesem blauen Punkt von unserem Freifunkrouter haben wir nun auch diese kleinen roten Punkte. Was bedeuten diese kleinen roten Punkte? Nun, diese kleinen roten Punkte bedeuten, was ich sehen kann, dass mein Netz genutzt wird. Und wenn ich hier direkt einmal mal draufklicke, bekomme ich noch weitere Informationen von meinem Router angezeigt. Hier sehen wir den Router, den ich eingerichtet habe, in der Hardware-Version 11. Und wir sehen, wie lange er schon online ist. Zusätzlich können wir auch erkennen, wie viele Nutzer diesen Router nutzen. Im Grunde genommen also ganz einfach, einen handelsüblichen Router in einen Freifunkrouter umzufunktionieren. Wenn ihr diese paar Regeln hier beachtet und nach dieser Anleitung vorgeht, dann sollte es kein Problem sein, euren Freunden oder euren Kunden ein passendes Freifunknetz zur Verfügung zu stellen. Falls ihr dazu noch Fragen habt, stehe ich euch gerne unter den unten eingeblendeten Kontaktdaten zur Verfügung und helfe euch bei der Einrichtung eines Freifunkrouters. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr sagt, Mensch, das hat mir weitergeholfen, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Falls ihr sagt, nee, das Video war nichts, gerne auch den Daumen nach unten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren unten auch nochmal ganz kurz verewigt, ob ihr schon mal so einen Freifunkrouter eingestellt habt und ob es da Probleme gab oder ob das alles wie geschmiert lief. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch ein Abo dalassen, dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr und seid somit immer auf dem technisch neuesten Stand.